Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Harvest Moon Back to Nature. Wieso habe ich keinen Saat in meinem Rucksack? Ich weiß es nicht. Verdammt! Wir wollten die Hacke. So, jetzt kommt die Hacke. So. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Und ich in den Fingern. Haben wir keine Saat? Doch, ne? Doch. Wollte gerade sagen. Wir brauchen doch. Halt, regnet's mal. Was sagt der Fifi? Oh. Die Sonne. Die Sonne, Sonne. Ich weiß gar nicht, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich jetzt Harvest Moon aufgenommen habe. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie viel Geld haben wir. Oh, wir haben voll viel Geld. Oh. Aha, aha, aha. Haben wir aber gut kassiert so im Sommer, so 60.000. Läuft bei uns. Money, 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 money. Okay. Sieht doch ganz gut aus. Wo ist mein Bart? Komm schon. Hat es den letzten Tag geregnet, so im letzten Sommertag? Ah. Wir haben am 5. dieses Monats ab 17 Uhr geschlossen. Duck von den Ducks. Jetzt muss hier irgendwas reparieren. Du schon mal nicht. Oh, super. So. Der Karotte. Nein! Fuck. Das war sehr schlau, Frau Behrens. Ich bin ja ein super Genie. Verdammt. Ach ja. Das kommt aber auch ein bisschen davon, muss ich sagen, weil ich immer noch so gefühlt mäßig ab und zu noch bei einem anderen Harvest Moon bin und da mache ich das einfach nicht. Da stellt man sich vor dem Feld und drückt und dann geht das von alleine. Aber nein, ich muss es ja mal wieder arg übertreiben. Ach Gott, ich muss mich ja da drauf. Naja. Ja gut, dann holen wir noch einmal mehr Karotten. Sehen die denn gleich im Anschluss? Ist ja auch nicht das der Tod allen Endes. Ach. Ärgerlich. Ohne Scheiß, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber wir hatten ja, zum Glück habe ich nicht die Dingssaat verschwendet. Die Süßkartoffelsaat. Habt ihr Süßkartoffeln eigentlich schon mal gegessen? Ich ja. Und ich finde die... Wenn man die ganz normalen Kartoffeln gewöhnt ist, dann will man keine Süßkartoffeln mehr futtern. Ich habe so Süßkartoffel-Pommes probiert. Das war nicht so toll. Ich sag's euch. So, der Burner war es jetzt nicht. Komm, Rinder. Ich hätte auch drauf verzichten können. Muss ich dazu sagen. Hi, Pony! Komm mit raus, Pony. So, dann haben wir das nämlich schon mal. Machen wir das. Der Muku. Mhm. Sexy, sexy Muku. Ach, Manni, du siehst so toll aus. Und... Spring, du siehst auch total toll aus. Ah, und du siehst erst toll aus. Summer. Ja, jetzt muss ich warten. Ich weiß die Namen der Kühe nicht mehr. Drei. Ah, die geben, glaube ich, nochmal schon gut Milch, ne? Ja, M. Was will man mit einem mehr? Eine XL wäre auch cool, aber... Das ist so die einzige Sache, glaube ich, so bei Produkten, wo man sich immer über mehr freut. Wenn es um Kleidung geht, will keiner eine XL haben. Da muss da schon... Hallo? Dankeschön. Da muss da schon, was weiß ich, eine S oder so sein. Dann ist man erst glücklich. Ich habe keine S. Ich werde auch nie in eine S packen, passen. Außer ich werde Bulimikerin. Aber ich esse einfach viel zu gerne.
Und wenn ich das ja Ganze wieder auskotzen muss, ist ja auch scheiße. Will ich nicht. Na, hauen wir noch ein bisschen was rein. Futter, ne? Ja, gut. Gehen wir jetzt mal richtig schön fett einkaufen. Wie sich das gehört. Nehmen für unsere Madame auch gleich noch ein Blümchen mit. Ach ja. Jetzt habe ich den scheiß Apfel in der Tasche, ne? Muss doch schon wieder alles einzeln machen. Komm schon! Danke. Gott sei Dank, es ist noch eingeflogen. Ich habe jetzt echt gedacht, oh verdammt, jetzt hast du das Ei daneben geworfen. Manchmal passiert das auch, dass wenn man nicht, wenn man irgendwie sehr scheiße vor der Box steht, dass das dann nicht mitgenommen wird. Aber ab und zu ist es auch sehr großzügig. Da. Da war's. Da war der Moment. Da habe ich es verbaut. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal den Apfel tauschen. Und dann können wir hier. Nein! Ja, zum Glück haben wir noch eine Menge. Hier noch Futter. Ach Gott, ist das schon wieder ärgerlich. 1, 2, 3. Jetzt habe ich. Oh Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, jetzt hast du schon wieder zu viel genommen. Schnell raus aus dem Hinterhof. Hier sind es mir eindeutig zu viele Weiber. Aber ich finde, jetzt geht das auch wieder so mit dem Zeitmanagement. Was? Weil da die Tiere jetzt ja alle drinnen sind und von drinnen versorgt werden kann und das Pferd nicht mehr so abgrundtief nervt, ist das so ein bisschen einfacher, so seinen Tag zu planen. Ich wollte das Grüne noch haben. Und noch den Pilz und das Pilz. Und gucke. So? So. Dann jetzt auf zum Einkaufsladen und dann zu unserer heißgeliebten. Und dann kann der Tag auch schon wieder vorbei sein. Kling. Einmal um hier dreht. Ich überlege gerade, was könnte man jetzt noch so. Ich weiß nicht, Harvest Moon ist so ein Spiel. Da muss man nicht viel sagen. Das Spiel spricht für sich. Das Einzige, was man tun muss, ist einfach nur spielen und genießen. Oder zuschauen und genießen. Und dann ist es immer so ein bisschen schwierig, ein Thema zu finden. Weil ich gerade nicht weiß, was ich sagen soll. Ah, wir können die blaue Feder kaufen. Die kaufen wir mal. Hallo, Feder. Das ist eine blaue Feder. Wer hätte das gedacht? Männer geben sie ihrer Liebsten, um ihre Hand anzuhalten. Sie kostet 1000. Ja, die kaufen wir. Vielen Dank. Wenn man nämlich mal überlegt, bei Von hätte das Scheißding 30.000 gekostet. Wie viel will ich Fischfutter haben? Ja gut, man muss es auch nicht arg übertreiben. Ja komm, 99 reicht vollkommen aus. Ja, lass es in die Dings bringen. Und noch hier. Das sind Obst- und Gemüsesaat. Wir verkaufen im Moment Saat für den Herbst. Wenn du ein Treibhaus hast, kannst du sie aber jederzeit pflanzen. In jedem Tütchen sind 9 Saat. Du kannst deine Erde verkaufen oder sie selbst essen. Möchtest du bestimmte Saat kaufen? Ja, möchte ich. So. Wie viel willst du kaufen?
2. Möhrchen nehmen wir 9. Weil ich habe ja das eine vergeigt. Süßkartoffeln nehmen wir auch 2. Nun, wir haben immer Saat im Sortiment. Hab ich denn noch? Komm. Gras könnten wir auch so sehen, ne? Kaufen. Ich überleg gerade, also die grüne Paprika kriegen wir ja nicht von dem. Ja, komm schon, jetzt stelle ich ihn so an. Ja, ich möchte bestimmte Saat kaufen. Gute Frage. So 10 Stück. Kriegen wir schon was hin, ne? Und 5000 geht noch. Okay, ich werde es dir später zur Farm schicken. Ja. Weil ich habe gerade über so überlegt. Für das Holz brauchen wir nur, für das Haus brauchen wir nur 10.000. Und wir haben ja eh noch nicht so. Okay, wir haben eigentlich schon fast genug. Und uns fehlt ja auch nicht mehr so viel Holz. Das kriegen wir auch noch hin. Aber wir haben eh bei Mary noch kein rotes Herz. Also wir müssen schon warten, bis das Herz rot ist. Und bis dahin habe ich wieder Geld eingenommen. Hallo. Willkommen, willkommen. Bist du gekommen, um etwas zu kaufen? Wir haben all die Saat, die es nicht im Supermarkt gibt. Ja, ich hätte gerne die Pfeffersaat. Wie viel willst du haben? 2. Danke, danke. Ihr Rucksack ist leer. Wo ist es hin? Das ist ein Geheimnis. Aber wenn Sie nach Hause kommen, mein Herr, werden Sie es in Ihrem Werkzeugkasten finden. Es ist kein geheimer Trick dabei. Ja, vielen Dank. Schau mal wieder rein, ja. Ich bin immer hier, du kannst jederzeit vorbeikommen. Kann ich, hey. Weißt du, mein Vater schimpft immer mit mir, weil ich mich nicht wie ein Mädchen benehme. Tja, ist halt so. Shit happens, würde ich mal sagen. Ah, jetzt habe ich mal Dampf verpasst, ne? Okay. Oh, jetzt ist der Grader in unsere Butze, ne? Ich kann ihn nicht leiden. Ach nee, der ist, glaube ich, noch beschäftigt. Hahaha. Oh, hallo, du bist tatsächlich gekommen? Ja. Hier. Oh, danke dir, juhu. Ich möchte weiter in der Bücherei arbeiten, auch wenn ich verheiratet bin, solange es Leute gibt, die in der Bücherei kommen. Ja, wenn man die nämlich geheiratet hat, dann hat die immer nur montags offen. Glaube ich. Oder so. Kann sein. Hatten wir nicht was beim Schmied in Auftrag gegeben? Hey, guck mal, so viele Weintrauben. Was geht ab? Hallo Xeno, es macht ziemlich Spaß, auf der Obstplantage zu arbeiten. Das sagst du mir auch jedes Mal. Was ist nur los mit dir? Kann ich schon rein? Ha, ja, ich kann rein. Sag mir, alter Mann. Ach du Gott. Ach, Gott sei Dank. Dein Mayonnaise-Rührer ist fertig. Gray bringt ihn dir vorbei. Viel Spaß damit. Map, map, map. Was ist, wenn ich die nicht mehr haben will und lieber das Geld wieder zurück? Wehe, an der Maschine ist was kaputt. Ich kann mir gut vorstellen, dass so der Gray da irgendwas macht. Denkt er sich, ha, wenn ich das Ding kaputt mache, dann kommt, muss der wiederkommen und dann muss... Krieg ich noch mehr Geld und Opa wird voll stolz auf mich sein. Und alle denken sich nur, oh, was für ein Plätti. So, jetzt mal ganz kurz rein. Samen tauschen. Und dann können wir noch so ein bisschen draußen rummäkeln. Ich meine, die Feder brauchen wir noch nicht. Das habt ihr nicht gehört.
Ich muss gerade gucken, wie spät es ist. Okay. Es ist noch nicht Essenzeit. Ja, ich weiß. Ich bin die total schlechte Mutti, ey. Die ist schon so in Angriffsposition. Na gut, jetzt geht sie wieder raus. Als ich Pokémon aufgenommen habe, ist es passiert, da ist sie mir direkt auf den Schoß gesprungen, musste aber wieder runter, weil ich zu nah am Tisch saß. Und dann war für sie kein Platz. Und dann ist sie wieder runter und dann habe ich mich so extra für sie so positioniert, damit sie dann auf meinen Schoß springen kann. Und dann wollte die Olle nicht mehr. Hat sie sich auch gedacht, nee, hab ich keinen Bock drauf. Und darum muss ich immer ein bisschen aufpassen. Mit der ganzen Kabelei und so. Weil sonst reißt sie mir, was sie auch ganz gerne macht, einfach mal, wenn sie auf meinem Schoß ist. Dann verheddert sich so ein kleines bisschen so meine Kopfhörer bei ihr. Und wenn sie dann so runterspringt, dann liegen meine Kopfhörer genauso. Jedenfalls das Band davon. So unpraktisch leider, dass sie das Ding komplett mitreißt. Und mir aus den Ohren. Was sehr weh tut. Ihr glaubt, es kommt, aber das tut echt scheiße weh. Komm, stell dich nicht so an! Du kannst das, ich weiß das. Ich meine, wir haben 10 Stück geholt. Mitten im Dings, ich glaub nix. Komm schon. Toll. So. Nein! So 10. Ach, ich hätte 12 holen sollen. Ich meine, jetzt bleibt denn noch so einer übrig. Das ist auch kacke. Ah, das ist egal. Ist ja auch egal. Komm, wir können noch ein bisschen arbeiten. Ich meine, das Sehen tut dir nicht weh. Es ist ja nur das gerade, was ich hier so umbringe. Komm, jetzt stell dich nur an. Noch 6 Stück. Das schaffst du. Naja, gut. Vielleicht auch nicht. Ach, das hat der Herr jetzt wieder gekonnt, ne? So, fangen wir hier oben an. 1, 2. Ach, ich finde das so ein bisschen scheiße, dass mir da immer jetzt so ein bisschen was weg abhaut. Aber was soll man machen? Sieht doch voll gut aus. Ich habe sogar noch 3. Ha, haha. Das heißt, ich kann noch 3 Stück machen. So, hier haben wir schon mal 2. Na ja, komm, machen wir hier oben hin und dann. Gleich ist Geisterstunde, ey. Waha! Ach komm! Sei froh, dass du die ganze Kacke nicht gießen musst. Also wirklich. Ja, Mausi, der stellt sich hier an wie so ein Bauer. Ja, gut, ich spiele ja auch ein Bauerspiel. Hast ja recht. Da sieht doch voll schön aus. So, gut, das sieht ein bisschen kacke aus, aber was soll's. Aber dann hier hinten so. Und dann geht das hier alles so nach vorne. Und hier voll die fette Wiese. Vielleicht mache ich das auch noch Wiese. Aber vielleicht auch nicht. Wäre ein bisschen schwachsinnig. Obwohl. Naja, ich meine, gibt Schlimmeres. Hühner kommen eh nicht raus. Alles voller Wiese, ey. Alles voller Gras kann er. Nein, das sagen wir jetzt nicht. Und das sagen wir jetzt nicht.
Aber das wäre doch cool, wenn ich jetzt im Herbst noch das eine Feld fertig kriege. Dann könnte ich so im nächsten Jahr noch den Rest machen. Und dann so. Alles mal überlegen. Ich meine, es gibt Schlimmeres. Als das Ding. Nein, du nicht. Ich wollte dich behalten. Du kommst aber weg. Lasst mich gucken. Brauche ich eigentlich auch nicht. Ich meine, solange die Tiere jetzt haben, 490, das müssen die drei erstmal runterklöppeln. Da passiert schon nichts. Boah, ich gucke gerade auf die Uhr. 20 Minuten schon. Okay, dann mache ich jetzt hier. Sage ich auf jeden Fall Dank fürs Zusehen. Gut, der Part war jetzt nur ein Tag. Aber wir haben sehr viel erledigt. Wir haben, ich habe was vergessen. Wir haben unser Feld gemacht. Wir haben ausgesät. Wir haben, was haben wir noch gemacht? Wir haben so vieles gemacht. Wir haben Gras gepflanzt. Wir haben uns um unsere Tiere gekümmert. Wir haben Mary eine kleine Blümchen geschenkt. Ne? Auch sehr schön. War doch was. Also ich sag auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.